Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein paar Bücher, die ich in den nächsten Wochen und Monaten gerne lesen möchte. Und zwar haben die Bücher alle eine entweder winterliche Atmosphäre oder spielen tatsächlich im Winter oder sind sogar weihnachtsspezifisch. Da habe ich dann zwei Bücher in meinem Stapel. Und ja, ich dachte mir, vielleicht braucht jemand von euch noch ein bisschen Inspiration, was man so im Winter lesen kann. Und deswegen zeige ich jetzt euch mal, was ich so vorhabe in den nächsten Wochen und Monaten zu lesen. Und zwar habe ich hier neben mir sieben Bücher, die sind so ein bisschen durchmischt. Da ist von Fantasy über historische Krimis alles so ein bisschen dabei. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und starten wir mit den Büchern. Als erstes habe ich eine Geistergeschichte. Wenn ihr nicht zum ersten Mal auf meinem Kanal seid, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich Geistergeschichten sehr gerne mag. Und zwar habe ich hier eine kleine, kurze Geistergeschichte, die heißt Es muss ein Zauber sein von Paul Theroux. Ich hoffe, das sagt man richtig so. Und das ist so ein kleines, feines, wunderschönes Buch. Die Geschichte hat nur etwa, ich gerade mal schauen. Ja, auf Seite 100 hört die Geschichte auf. Und hier geht es um eine Familie, die sich im Winter im Wald, im Schnee verirren und werden von einem ziemlich komischen Mann gefunden. Und der Mann bringt sie dann in eine kleine Hütte mitten im Wald. Und als dann am nächsten Tag die Familie aufwacht, ist der Mann weg. Aber eine mysteriöse Weihnachtskarte ist zurückgelassen worden. Und ja, ich denke mal, es wird dann darum gehen, was dann in der Karte steht und vielleicht auch noch im Zusammenhang mit dem Mann. Ja, ich bin gespannt. Also es steht da schon drauf, eine Gespenstergeschichte. Ich hoffe, da kommt ein Geist vor. Und ja, eben gerade weil das Buch so klein ist, freue ich mich mega einfach an einem kalten oder sogar verschneiten Tag, mich so in eine Decke zu kuscheln, einen Tee zu trinken und ja, in dieses Buch hier einzutauchen. Ich werde dieses Buch und auch alle anderen unten verlinken. Dann könnt ihr nachschauen gehen, wenn euch das interessiert. Das nächste Buch ist der zweite Band einer Reihe, aber der zweite Band, der spielt halt im Winter. Und zwar habe ich hier von Bella Alice aus ihrer Bronte-Schwestern-Reihe der zweite Band, der Namenlose Tod. Den ersten Band werde ich euch hier drüben mal einblenden. Und ja, das ist eigentlich eine Trilogie, also sind erst die ersten beiden Bände erschienen. Und hier geht es um die Bronte-Schwestern, die immer mal wieder in einen Mordfall verstrickt werden. Und sie nehmen dann halt die Ermittlung in die Hand, weil die zuständigen Personen, die tun da halt einfach nichts. Aber die Bronte-Schwestern, die können das nicht auf sich sitzen lassen und ermitteln einfach selber. Und der erste Band, der hat mir so gut gefallen, der spielte so im Herbst. Und hier habe ich den zweiten Band. Ich habe da vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen reingelesen, habe dann allerdings gemerkt, dass es eine eher winterliche Atmosphäre in dem Buch ist. Und dann dachte ich mir, hey komm, spalte den auch für den Winter auf. Und der erste Band hat mir so, so gut gefallen, dass ich jetzt ehrlich gesagt große Hoffnungen für den zweiten habe. Und ich freue mich einfach so wieder mit den Bronte-Schwestern in die Ermittlungen zu starten, weil die Schwestern, die sind halt so witzig miteinander. Also die mögen sich total, unterstützen sich auch, aber sie streiten halt auch immer wieder. Und es ist irgendwie einfach so, so witzig und so realistisch. Und ist natürlich ein historischer Roman, der spielt im Jahr 1845. Ja, ich freue mich einfach total auf den. Das nächste Buch auf meinem Turm ist ein High-Fantasy-Buch. Und zwar habe ich hier den zweiten Band der Zeit der Eismonde-Reihe von Annette E. Schlicht. Das ist ein Schattenläufer. Ich werde auch wieder hier den ersten Band einblenden. Und ich habe den ersten Band im Sommer gelesen, weil Annette mich angefragt hatte, ob ich mit ihr zusammen ein Gewinnspiel zu ihrem Buch machen möchte. Also falls sie das jemals sehen sollte, nochmal ganz herzlichen Dank an Annette. Das Buch hat mir so, so gut gefallen und es hat so viel Spaß gemacht. Und da wir uns hier in einer Fantasy-Welt befinden und in dieser Welt es gerade Winter ist und es ist kalt und düster, dachte ich mir, dass ich mir den zweiten Band sehr, sehr gerne für den Winter aufheben möchte und ihn nicht da mitten im Sommer gleich auch noch durchsuchte. Aber der erste Band, der hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und die Personen, die da vorkommen und ihre tierischen Begleiter, es ist ein ganz spezielles Buch. Und was ich auch mega toll finde, falls ihr ein Fantasy-Buch sucht, in dem es halt nicht um Liebe geht, also in dem der Aspekt eigentlich nicht vorkommt, dann kann ich euch Zeit der Eismonde mega empfehlen.
Ich fand das so erfrischend, dass da im ersten Band halt keine Liebesgeschichte drin vorkam. Mal schauen, wie das im zweiten Band wird. Aber ja, da in dieser Welt halt Winter ist und es düster und schneeig, also verschneit ist, möchte ich mir den zweiten Band gerne für den Winter aufheben. Und ich freue mich so, dass ich da ja bald in diese Geschichte wieder eintauchen kann. Dann als nächstes habe ich ein Buch, von dem ich eigentlich nicht weiß, ob es im Winter spielt, aber rein so von der Atmosphäre her möchte ich es einfach mega gerne im Winter lesen. Und zwar habe ich von Diane Satterfield die 13. Geschichte. Ich habe in den letzten Monaten tatsächlich ein, zweimal von diesem Buch auf Bookstagram gehört und ich selber habe das Buch seit einem Jahr oder so. Und habe einfach auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um es zu lesen. Und ich hoffe, der ist bald gekommen, denn in diesem Buch geht es um eine Frau, die heißt Vida Winter. Und sie ist eigentlich die bekannteste Schriftstellerin von England, aber niemand weiß, wer sie wirklich ist, weil sie ihr privates Leben sehr, sehr stark behütet. Und ja, in ihrer Vergangenheit ist irgendwas geschehen, was sie ja nachhaltig geprägt hat, was vermutlich ziemlich schlimm gewesen ist. Ja, aber niemand weiß, wer sie wirklich ist. Niemand kennt ihre Vergangenheit, bis Vida Winter dann dem Tode nahe ist und ja, sich entschließt, ihr Leben und ihre Story einer Buchhändlerin anzuvertrauen. Und ja, die Buchhändlerin, die ist Margaret Lear. Und die ja, geht da zu der Frau Winter und lässt sich ihre Geschichte erzählen. Und ja, ich finde so diese Art von Buch, also so rein schon dieses Setting von, man hat eine Person, die vermutlich nicht mehr lange hat und dann noch eine andere Person, die eigentlich die ganze Lebensgeschichte der älteren Person erfahrt. Ich habe schon ein paar solcher Bücher gelesen und ich finde, das hat einfach so ein winterliches Feeling, also so ein, man sitzt zu zweit vor dem Kamin, trinkt was Heißes und hört sich einfach eine Lebensgeschichte an. Das hat für mich mega was Winterliches, deswegen möchte ich dieses Buch auch sehr gerne im Winter lesen. Und ich habe die Hoffnung, dass es auch von der Atmosphäre her sehr gut passen wird, denn da unten steht noch, Diane Satterfield entführt uns in eine geheimnisumwitterte Welt der Familie Englefield. Ein schaurig schöner Roman, der zugleich eine Hommage an die viktorianischen Klassiker des 19. Jahrhunderts ist. Ja, hört sich toll an, oder? Also ich bin so gespannt und hoffe, dass ich da wirklich bald dazu kommen werde. Dann haben wir noch eine Sammlung mit eher kürzeren Geschichten. Und zwar habe ich hier ein englisches Buch, The Haunting Season, Ghostly Tales for Long Winter Nights. Und ja, wie gesagt, ich mag Geistergeschichten total gerne. Und das hier ist eine ja, Sammlung kürzerer Geschichten von diversen Autoren und Autorinnen. Und zum einen haben wir hier von Laura Purcell eine Kurzgeschichte. Sie hat ja die Stillen Gefährten geschrieben. Dann hat es da auch von Bridget Collins eine Kurzgeschichte, die The Binding geschrieben hat. Und das sind ja alles Bücher, die ich total liebe. Und ja, ich freue mich jetzt mega auf dieses Buch, auf diese 8, ich glaube es sind 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, es sind 8 auf diese kürzeren winterlichen Geistergeschichten. Und ja, ich habe große Hoffnung, dass mich das begeistern wird. So, dann kommen wir noch zu den wirklich weihnachtlichen Büchern. Zum einen habe ich hier aus dem Anaconda Verlag eine wunderschöne Ausgabe von Weihnachtsmärchen aus aller Welt. Und ich habe nicht vor, dieses Buch von A bis Z durchzulesen, weil es ist nicht ganz so dünn. Das Buch ist allerdings wunderschön aufgemacht mit diversen Illustrationen. Zum Beispiel hier oder hier. Und ja, ich möchte da während der Weihnachtszeit einfach sehr gerne ein bisschen reinschmökern, weil ich mag Märchen sehr gerne. Und ja, ich möchte mich da einfach gerne von diesem Buch überraschen lassen und ein paar kürzere weihnachtliche Geschichten lesen. Und dann habe ich noch das letzte Buch, das genau genommen auch eine Geistergeschichte ist. Und zwar habe ich hier von Charles Dickens A Christmas Carol oder eine Weihnachtsgeschichte auf Deutsch. Das hier ist die englische Ausgabe. Ich zeige sie euch mal ein bisschen genauer, die ist einfach so schön mit dem roten Stoff und dieser wunderschönen glänzenden Goldprägung. Sieht fantastisch aus. Und ich habe das Buch letztes Jahr zu Weihnachten schon gelesen, also kurz vor Weihnachten. Und es hat mir so, so gut gefallen. Und es hat auch in diesem Buch ganz viele Illustrationen drin. Und ja, wer die Geschichte nicht kennt, das ist ja die Geschichte von Ebenezer Scrooge, der ja, nicht gerade der sympathischste Zeitgenosse ist und dann in der Weihnachtsnacht Besuch von 3 Geistern bekommt, der Geist der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.
Und diese drei Geister nehmen ihn halt mit auf eine Reise, um ihm ja so ein bisschen der Spiegel vor die Nase zu halten. Und ja, die Geschichte begleitet mich schon so lange, weil ich auch als Kind den zum Beispiel den Disney-Trickfilm so gern hatte. Und ja, letztes Jahr hatte ich zum ersten Mal das Buch gelesen und ich möchte es auch dieses Jahr unbedingt wieder tun. Ja, und darauf freue ich mich einfach mega. So, liebe Freunde, das waren sie, meine 7 Bücher, die ich mir für den Winter und die Weihnachtszeit vorgenommen habe. Lasst mich doch sehr gerne mal wissen, was für Bücher ihr euch für den Winter vorgenommen habt. Ich finde, es ist mega einfach, so herbstliche Bücher zusammenzusuchen oder so sommerliche Bücher, aber irgendwie winterliche Bücher. Da muss ich jetzt echt überlegen, was ich im Winter so genau lesen möchte. Also falls ihr noch ein paar tolle Tipps habt, was ihr im Winter lesen möchtet, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wie immer, wenn ihr zu irgendeinem der Videos einen Lesevlog sehen möchtet, lasst mich auch in den Kommentaren wissen. Ich freue mich da immer von euch zu hören und zu sehen, für was ihr euch interessiert. Deswegen schreibt mir alles in die Kommentare, wenn ihr Interesse an irgendwas hättet. Und ja, ich denke, das wäre es dann für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, liebe Freunde. Macht's gut und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, Freunde.